Bist du gerade dabei, dich mit dem Thema Firmenwagen zu beschäftigen oder vielleicht gerade einen Firmenwagen anzuschaffen und fragst dich, ob vielleicht ein Elektroauto oder Hybridauto für dich günstiger wäre? Du kannst zumindest einiges an Steuern sparen. Wie viel genau, das erfährst du in diesem Video. Grundsätzlich läuft das ganze Thema Firmenwagen ja folgendermaßen ab. Du kaufst ein Auto, sagst, es gehört jetzt ins Betriebsvermögen und damit lässt du all die Kosten, die du hast im Zusammenhang mit diesem Auto, also Anschaffung, Versicherung und Steuern und Tanken und Reparaturen und alles weitere, lässt du als Betriebsausgabe über deine Selbstständigkeit laufen und hast da unter Umständen auch einen Vorsteuerabzug. Aber natürlich schenkt dir das Finanzamt das nicht. Denn du musst bei den Autos immer ermitteln, wie hoch dein privater Nutzungsanteil war. Das heißt, du lässt erstmal alle Kosten über die Buchhaltung laufen und in der Höhe des privaten Nutzungsanteils musst du dann einen Umsatz buchen. Das ist ein bisschen sowas wie ein Fake-Umsatz. Also du buchst in der Buchhaltung einen Umsatz ein, in der Höhe der privaten Nutzung deines Firmenwagens und musst darauf dann Steuern bezahlen. Und das führt dann dazu, dass zwar erstmal alle Kosten durch die Buchhaltung laufen und als Ausgaben gebucht werden, du aber deinen Umsatz erhöhst und dann entsprechend natürlich auch deine Steuerlast erhöhst. Und diesen privaten Nutzungsanteil kannst du auf zwei Arten errechnen. Und da gibt es einmal die korrekte Art und Weise. Das ist ein Fahrtenbuch. Wie so ein Tagebuch schreibst du einfach jede einzelne Fahrt mit diesem Auto auf und weiß dann unterm Strich, dass du beispielsweise dieses Auto zu 43,73% privat genutzt hast und nimmst ja diesen Prozentsatz dann von deinen Kosten und buchst das auf deinen Umsatz drauf und musst das dann mit deinem Steuersatz versteuern. Wenn dir das zu viel Arbeit ist, dann machst du das einfach pauschal und zwar mit der 1% Methode. Dann gehst du einfach hin und nimmst 1% des Bruttolistenpreises deines Autos und sagst, das ist mein privater Nutzungsanteil und versteuerst einfach jeden Monat 1% von diesem Bruttolistenpreis. Das ist natürlich in der Praxis nicht so genau wie die Fahrtenbuchmethode, aber deutlich weniger Arbeit. Deswegen, wir merken uns, du hast für die Firmenwagenversteuerung zwei Möglichkeiten, die Fahrtenbuchmethode oder die 1% Methode und den privaten Nutzungsanteil rechnest du quasi auf deinen Umsatz drauf und musst dann entsprechend das versteuern. Und dabei kannst du eine ganze Menge Geld sparen, wenn dein Auto kein Verbrennungsmotor hat, sondern ein Elektroauto ist oder ein Hybridwagen. Und zwar gibt es keine 1% Methode bei Elektroautos, aber die 0,25% Methode. Das heißt, du zahlst 75% weniger Steuern, wenn du ein Elektroauto hast. Das gilt allerdings nur für Elektrowagen bis zu einem Bruttolistenpreis von 60.000 Euro. Das heißt, man muss bei Elektroautos genau anschauen, wie hoch ist der Bruttolistenpreis. Und wenn du einen reinen Elektrowagen kaufst, der bis zu 60.000 Euro Bruttolistenpreis hat, dann musst du tatsächlich nur 25% Steuern zahlen, wie die Steuer, die du bei einem Verbrenner zahlen würdest. Wenn der Bruttolistenpreis deines Elektroautos über 60.000 Euro liegt, dann zahlst du 0,5% des Bruttolistenpreises. Das heißt, auch dann sparst du immer noch 50% der Kfz-Versteuerung. Wichtiger Hinweis ist hier, das Ganze gilt nicht nur für die Pauschalierung, also nicht nur für die 1%-Methode, sondern auch analog für die Fahrtenbuchmethode. Das heißt, auch bei der Fahrtenbuchmethode musst du 50 oder 75% weniger Steuern bezahlen. Vielleicht fragst du dich jetzt, und wie ist das bei Mischautos? Also wie ist das bei Hybridfahrzeugen, die sowohl irgendwie Elektro sind, als auch irgendwie Verbrenner? Auch da gibt es, zumindest bei einigen, eine steuerliche Erleichterung. Und zwar kannst du auch dann 50% deiner Firmenwagenversteuerung sparen unter bestimmten Voraussetzungen. Erstens, es ist ein Plug-in-Hybrid und zweitens, er fährt mindestens 60 Kilometer rein elektrisch. Ab dem Jahr 2025 gilt die Grenze von 80 Kilometern. Oder aber es gibt einen CO2-Ausstoß von maximal 50 Gramm pro Kilometer. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, da du alle betrieblich Anlastenkosten im Zusammenhang mit deinem Auto als Betriebsausgabe buchen kannst, gilt das natürlich auch für die Stromkosten, die du hast, wenn du dein Auto zu Hause auflädst. Damit das möglich ist, brauchst du allerdings zu Hause eine Infrastruktur und eine Möglichkeit, das zu separieren. Das heißt, du brauchst zu Hause die technische Möglichkeit, genau zu übermitteln, wie viel Strom du aufgewendet hast, um deinen Firmenwagen aufzuladen. Wenn du das hast, dann kannst du tatsächlich die anteiligen Stromkosten als Betriebsausgabe in deiner Buchhaltung absetzen. Das kannst du für
dich ja relativ leicht durchrechnen, ob sich die Investition für so eine Wallbox dann lohnt. Ich denke, das ganze Thema mit der Versteuerung von Elektrowagen als Firmenwagen wird am leichtesten verständlich, wenn wir uns einfach mal ein Beispiel anschauen. Und ich habe keine Mühen gescheut und ein Berechnungssheet erstellt. Und dieses Berechnungssheet findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, du kannst es auch für deinen Firmenwagen einfach mal ausprobieren und kannst so ausrechnen, wie viel Steuern du da eigentlich sparen würdest. Und das schauen wir uns einfach mal zusammen an und dafür nehme ich dich mit auf meinen Laptop. Wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst, öffnet sich dieses Berechnungssheet, dieses Berechnungsdokument. Kleiner Hinweis hier, wenn du gerne deine Zahlen eintragen möchtest, dann duplizier das ganze Dokument einmal für dich und zwar indem du hier oben klickst auf Datei und dann auf Kopie erstellen. Dann geht nichts kaputt und du hast deine persönliche private Kopie, wo du auch deine Zahlen eintragen kannst, ohne dass die ganze Welt das sieht. In diesem Sheet gibt es drei Reiter, die für dich interessant sind. Und zwar einmal die Grundangaben zu deinem Auto, dann die 1%-Regelung und einmal die Fahrtenbuchmethode. Das heißt, du kannst mit diesem Sheet auch eine Vergleichsrechnung machen, was für dich günstiger ist, die Fahrtenbuchmethode oder die 1%-Methode. Darauf möchte ich in diesem Video gar nicht so detailliert eingehen, weil dazu gibt es ein separates Video, was ich dir gerne oben rechts verlinke, sondern in diesem Video möchte ich mir nur anschauen, wie viel günstiger es denn steuerlich gesehen ist, wenn du ein Elektroauto oder ein Hybridauto als Firmenwagen anschaffst. Und dafür muss ich auch hier erstmal die Grundangaben machen. Und zwar möchte ich das Jahr 2023 berechnen. Und zwar habe ich ein Auto gekauft mit einem Bruttolistenpreis von 50.000 Euro und zwar am 7.01.2023. Also ich habe es ganz neu gekauft, 7.01.2023 und dann werde ich außerdem noch nach dem Vorsteuerabzug gefragt. Der ist wichtig für die Abschreibungssumme, denn wenn ich zum Beispiel Kleinunternehmer bin und keinen Vorsteuerabzug habe, muss ich ja vom Bruttobetrag abschreiben und nicht vom Nettobetrag. Und das hat natürlich eine große finanzielle Bedeutung und deswegen muss ich hier einmal eintragen, ob ich Vorsteuerabzug habe oder nicht. Wenn du einen Vorsteuerabzug hast, dann trägst du hier eine 1 ein, was bei mir der Fall ist. Und dann rechnen wir das Ganze mal anhand der 1%-Methode durch. Auch beim Fahrtenbuch kannst du deine Daten eintragen, aber ich möchte ja vor allen Dingen einfach nur zeigen, wie viel günstiger ein Elektrowagen oder ein Hybridwagen ist und dann reicht es, wenn wir die pauschalierende Methode nehmen, und zwar die 1%-Regelung. Und hier sehe ich alle Daten, also ich möchte fürs Jahr 2023 berechnen. Hier habe ich die Möglichkeit, die unterschiedliche Arten auszuwählen, das heißt entweder Verbrenner, ein E-Auto unter 60.000 Euro, Bruttolistenpreis über 60.000 Euro oder ein Hybridauto. Und dann sieht man hier das ganze Berechnungsschema. Und das gehen wir einfach einmal ganz kurz durch und zwar für den Standardfall oder den jetzt noch Standardfall und zwar mit Verbrennermotor. Hier sehe ich die Bemessungsgrundlage. 50.000 Euro, das habe ich ja auf der ersten Seite schon eingetragen. Davon rechne ich 1% pro Monat. Das heißt, 500 Euro im Monat muss ich versteuern. Wenn ich das Ganze jetzt für ein Jahr ausrechnen möchte oder für ein halbes Jahr, kann ich die Zahl hier ändern. Also für ein ganzes Jahr müsste ich dann halt 12 mal 500 Euro versteuern. Das heißt 6.000 Euro. Ich möchte aber erstmal meinen steuerlichen Impact auf einen Monat ausrechnen und deswegen trage ich hier einen Monat ein. Diese 500 Euro erhöhen dann jeden Monat meinen Umsatz. Das heißt, ich muss 500 Euro zusätzlich versteuern mit Einkommensteuer und gegebenenfalls auch Gewerbesteuer, zumindest wenn ich gewerbesteuerpflichtig bin. Das ist allerdings nicht alles, denn ich muss auch Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, diese Privatentnahme, die Nutzungs- und Leistungsentnahme des Firmenfahrzeugs für private Zwecke ist nicht nur einkommensteuerpflichtig und gewerbesteuerpflichtig, sondern auch umsatzsteuerpflichtig. Deswegen muss auch die Umsatzsteuer berechnet werden. Und das findet hier im nächsten Kasten statt. Das heißt, die Umsatzsteuerbemessungsgrundlage, die ist tatsächlich ein wenig geringer. Warum? Ich kann hier 20% rausrechnen. Und zwar, weil nicht alle Kfz-Ausgaben tatsächlich Umsatzsteuer enthalten. So eine Kfz-Versicherung oder die Kfz-Steuer beinhaltet keine Umsatzsteuer. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, naja, weil auf der Kostenseite nicht alles mit Umsatzsteuer ist, wäre es ja irgendwie nicht gerecht, wenn die Leistungsentnahme auch vollständig der Umsatzsteuer unterliegen würde. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, naja, dann ziehen wir einfach pauschal 20% ab und dann müssen 20% weniger mit Umsatzsteuer besteuert werden. Das heißt, die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer liegt 20% niedriger, genauer gesagt, im konkreten Beispiel, bei 400 Euro. Das heißt, auf 400 Euro rechne ich dann 19% Umsatzsteuer, sind dann 76 Euro. Das heißt, ich erhöhe meinen Umsatz nicht nur um 500 Euro, sondern ich muss noch on top 76 Euro an Umsatzsteuer abführen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung. Allerdings reicht es bei der 1%-Methode nicht einfach nur 1% vom Bruttolistenpreis zu nehmen. Du musst auch noch einmal 0,03% nehmen pro Kilometer zwischen Wohnung und Betriebsstätte. Also die
Pendelkosten zwischen deinem Zuhause und deiner Arbeitsstätte. Wenn du zu Hause arbeitest, dann kannst du das einfach weglassen, aber wenn du woanders arbeitest, als du wohnst, dann musst du tatsächlich noch einmal für die Entfernungskilometer jeweils 0,03% rechnen. Das heißt, wir addieren zu dem 1% des Bruttolistenpreises noch einmal 0,03% des Bruttolistenpreises pro Entfernungskilometer pro Monat. Das bedeutet, wenn wir einen Monat ausrechnen, wir rechnen einmal 25 Kilometer mal 1 mal 15 Euro, weil 15 Euro sind genau 0,03% des Bruttolistenpreises. Das bedeutet, dass der Privatanteil für die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb nochmal einen Wert haben von 375 Euro. Auch dieser Betrag reduziert sich bei Elektroautos und bei Hybridwagen. Da wir aktuell ja aber einen Verbrenner ausgewählt haben, gibt es keinen Kürzungsbetrag. Das heißt, unser Privatanteil erhöht sich um 375 Euro. Und das Ganze führt dann zu einem privaten Nutzungsanteil für mein Firmen-Kfz von 951 Euro. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wir 951 Euro an Steuern zahlen. Denn wir zahlen einmal 76 Euro Umsatzsteuer jeden Monat. Das ist relativ einfach. Diese Umsatzsteuer wird einfach abgeführt an das Finanzamt. Und wir erhöhen unseren monatlichen Umsatz um 875 Euro. Und diese 875 Euro muss ich dann mit meinem persönlichen individuellen Steuersatz versteuern. Da kann ich natürlich nicht sagen, wie hoch der bei dir ist. Der kann zwischen 0% und 45% liegen. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie teuer dieses Firmen-Kfz jetzt tatsächlich für dich wäre. Da musst du schauen, was dein persönlicher Steuersatz ist. Wenn der beispielsweise bei 30% liegt, dann rechnest du 30% von 875 Euro. Das sind 262,50 Euro plus die Umsatzsteuer. Das heißt, mit diesem persönlichen Einkommensteuersatz würde dein Auto dann tatsächlich ungefähr 330 Euro Steuern im Monat mehr kosten. Wenn dein persönlicher Einkommensteuersatz höher ist, natürlich ein bisschen mehr, wenn er niedriger ist, halt ein bisschen weniger. Am besten merken wir uns diesen Wert einfach einmal und schauen, wie viel wir eigentlich sparen würden durch ein Elektrowagen. Und da wählen wir erstmal ein E-Auto unter 60.000 Euro Bruttolistenpreis, also beispielsweise ein Tesla Model 3 oder Model Y. Und hier sehen wir schon, das wird deutlich günstiger. Das heißt, hier wird nicht 1% genommen, sondern 0,25%. Bei der Umsatzsteuer ändert sich tatsächlich gar nichts. Die 0,25% Methode bezieht sich nur auf den Fake-Umsatz, den zusätzlichen Umsatz, den wir versteuern müssen und nicht auf die Umsatzsteuer. Das heißt, bei der Umsatzsteuer ändert sich gar nichts, aber bei den Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb, da gibt es entsprechend auch eine Kürzung um 75%. Das heißt, da ist die Ersparnis genauso groß wie bei dem 1%. Das heißt, hier wird der Privatanteil auch um 75% gekürzt. Und das führt im Ergebnis dann dazu, dass der private Anteil bei 294,75 Euro liegt. Auch hier zahlen wir einfach 76 Euro im Monat Umsatzsteuer an das Finanzamt. Aber unser Fake-Umsatz oder die Gewinnerhöhung durch die Nutzung des Firmen-Kfz liegt nur noch bei 218,75 Euro. Und darauf wenden wir dann unseren persönlichen Steuersatz an, also irgendwas zwischen 0 und 45%. Und wenn wir uns diese Zahl anschauen, dann sehen wir, dass wir da schon ganz erheblich Steuern sparen. Doch wie sieht das aus mit einem Hybridwagen oder einem Elektrowagen, der über 60.000 Euro Bruttolistenpreis hat? Also zum Beispiel ein Model S. Wir nehmen einfach mal ein Hybrid. Ich glaube, das ist im Alltag am häufigsten. Da sehen wir, hier wird 50% gekürzt. Bei der Umsatzsteuer tut sich wieder gar nichts. Und bei den Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb wird 50% des Privatanteils gekürzt. Und hier sehen wir auch den Impact, also den Einfluss auf unseren Privatnutzungsanteil. Die Umsatzsteuer hat sich wieder gar nicht verändert. Das bleibt also immer bei 76 Euro. Aber die Gewinnerhöhung durch die private Nutzung des betrieblichen Kfz, die liegt jetzt bei 437,50 Euro. Und darauf wenden wir dann wieder den persönlichen individuellen Steuersatz an, um tatsächlich die Steuerbelastung unseres Firmen-Kfz zu berechnen. Und ich würde dir einfach mal vorschlagen, dass du jetzt dieses Dokument nimmst. Wie gesagt, du findest es unten in der Videobeschreibung verlinkt und du einfach mal ganz konkret deine Zahlen da einträgst und dann kannst du diese Vergleichsrechnung genauso für dich vornehmen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt einen guten Überblick darüber, wie viel Steuern du sparen würdest, wenn dein nächster Firmenwagen ein Tesla ist oder ein VW-ID, ich weiß auch nicht was. Das heißt, wenn du ein Elektroauto oder Hybridwagen kaufst. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann nutz doch gern unseren Kommentarbereich und ich helfe dir gerne weiter. Und wenn du selbstständig bist und Hilfe bei deinen Steuern, Finanzen, Buchhaltung und so weiter brauchst, dann schau dir doch mal unser Angebot an. Wir sind nämlich ein Anbieter speziell für Freiberufler und Selbstständige und wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal
hier klickst. Aber du kannst natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.